Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 HD. Wir haben es im letzten Part endlich geschafft, Ashley wieder zu finden und sie sogar auch zu befreien. Nun ist sie allerdings jetzt hier für eine Weile auf sich alleine gestellt. Wir müssen nämlich erstmal einen Weg zu Leon zurückfinden. Ja, dürfte allerdings nicht besonders schwierig sein, denke ich mal. Also wenn ich mich noch an alles soweit gut erinnern kann, wie es lief, ist das ja kein Problem. Und hier liegt erstmal eine Notiz. Wollen wir mal schauen. Notiz des Butlers. Da Senor Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Settler seinen starken Glauben an die Los Illuminados genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinen Ahnen versiegelten Las Plagas zu befreien. Senor Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Senor Salazar würde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Senor Salazar hat die Plage in seinen Körper injiziert. Haben sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Der Plagerparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hatte Senor Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Ja, interessant. Kommunikationsprotokoll? Kenne die noch am... Achso, das muss ich ja jetzt nicht wissen. Alles klar. Ja. Okay, was ist das hier? Hey, von unten zieht's! Vielleicht ist es auf der anderen Seite ein Geheimgang. Ja, wenn du das sagst, Ashley, vielleicht ist da ja einer. Und ich denke mal, mit dieser Kurbel hier... Hä? Moment mal, in der Mitte ist eine runde Öffnung. Ja, gut kombiniert, Sherlock. Okay, dann werden wir mal das passende Gegenstück dafür suchen. Hier haben wir erstmal nur eine kleine Pause gemacht. Moment, war hier noch eine Schublade? Tatsache. Hätte ich jetzt beinahe hier den Seidenkristall übersehen, das ist ja gar nicht schön. So, und nun, ja, heißt es erstmal ab in den Keller. Okay, ja, und wo hast du auf einmal die Taschenlampe her, Ashley? Okay, ich hätte zwar vielleicht eine Vorstellung, aber nein, das geht ja nicht. Ashley ist ein anständiges Mädchen, die macht sowas nicht. Okay, muss ich mich erstmal hier nochmal genau umgucken? Erstmal hier... Oh, hier kann ich was schieben. Okay, sehr verdächtig, dass ich das schieben kann. Und? Ja, Schalter. Alles klar, ein Schalter war da. Na gut. So, hier geht's nicht weiter. Und was ist hier vorne? Gar nichts. Einfach nur ein dunkler, unheimlicher Keller. Na schön. So, Schalter drücken. Ja gut, nochmal Schalter drücken. Irgendwie müssen wir hier durchkommen und ja. Hat wohl eben gerade nicht so viel gebracht, dass ich jetzt diesen einen Schalter gedrückt habe. Na gut, und was ist das? Oh, Steintafel? Ah ja, genau, die werde ich ja gleich brauchen. So, wo jetzt lang? Okay, hier ist ein Knopf. Nochmal Schalter drücken. So, hoffentlich verirre ich mich jetzt hier auch nicht. Ah ja... Ah, ja, genau. Jetzt muss ich den hier drücken, genau. Na also. Brauche ich jetzt wirklich keine Sorgen zu machen, dass ich hier tatsächlich was falsch mache. Ich bin hier absolut richtig. Und was ist das hier? Ach, Seidenkristall. Ja, kann man ja immer gut gebrauchen und ja. Alles klar und... ist das gruselig und so dunkel. Ich habe Angst. Na schön. Muss ich jetzt eigentlich lang? Weiter jetzt diesen dunklen, unheimlichen Gang entlang? Was ist das? Rüstungen? Nett. Oh je. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier sind noch weitere Rüstungen. Was ist das hier? Das hier ist auch nichts. Und hier ist eine Tür. Tür ist verschlossen. Die hat kein Schlüsselloch. Was soll ich tun? Oh Gott. Ja, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ashley ist nur ein armes, hilfloses Mädchen. Die weiß doch gar nichts. Sieht aus, als würden all diese Teile ein Symbol formen. Schwer zu sagen. Teile zusammensetzen? Ja, wieso eigentlich nicht? Oh ja. Das ist echt interessant. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt eigentlich einigermaßen richtig hier.
Na, oh Mann. Also echt mal, für solche Spiele habe ich manchmal echt keine Geduld. Ja, super. Ich habe ohnehin schon das Gefühl, ich mache hier was falsch. Auf jeden Fall, ich mache hier was falsch. Warte mal, ich kann ja hier einmal kurz... Genau, mal hier so im Kreis gehen lassen. Irgendwann komme ich ja hier schon an das Richtige ran. Ja, das müsste eigentlich schon klappen. Also sobald ich ja eigentlich ja den einen hier schon in der Mitte habe, ist, denke ich, auch kein großes Problem mehr hier. Hoffe ich zumindest mal. Also... Okay, so ganz stimmt tut aber eigentlich noch nichts so. Ah, na gut, haben wir aber gleich. Ich will erstmal hier diesen einen oberen Teil hier mal so machen. Oh Mann, muss ich jetzt hier alle immer so nacheinander so bewegen? Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Na gut. Okay, das ist schon ziemlich nah dran, ne? Aber noch nicht so ganz perfekt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier mache. Ein paar Teile stimmen zwar schon hier zum Teil, aber nicht so ganz. Warte mal, ich habe vielleicht... Ah, nee, das klappt auch nicht. Dammit. Nee, okay, das wird nix. Verdammt. Ja, toll. Muss ich mal nochmal nachdenken, wie passen die Teile am besten zusammen? Genau, die beiden hier sind, denke ich, für oben. Das ist das mittlere Stück, das weiß ich. Nee, warte mal. Das suche ich mal anders. Okay, das ist schon ziemlich nah dran, aber noch nicht ganz perfekt. Lass ich die erstmal so stehen. Ah, nee, das geht auch nicht. Verdammt. Ah, nee, das ist die falsche Seite. Ah, na toll. Warte mal, das habe ich jetzt schon fast. Na also, geht doch. Na also, ich komme ja doch irgendwie ran. Ein Teil fehlt noch. Na gut. Das habe ich ja zum Glück auch schon dabei. Benutzen wir es mal. So, und klick. Steintafel ist platziert und jetzt kommen wir endlich da rein. Okay, okay, dann sind wir auch schon hier. So, was ist das hier eigentlich? Okay, prüfen. Ja, da ist etwas drin, aber ich schaue mich jetzt mal noch mal kurz hier andersrum um. Genau hier haben wir zum Beispiel erstmal das hier, einen Goldarmreif. Der muss ja natürlich mit. So, habe ich hier eigentlich sonst noch irgendwelche Schätze, die ich mit Ashley suchen kann? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann bin ich jetzt hier soweit fertig. Dann nehme ich mir mal das Ding hier. Und darf ich gleich mal was gefasst machen? So, wir erhalten die Insignie der Familie Salazar. Und da ist auch eine Schatzkiste drin. Die nehme ich am besten mal auch mit. Oh, das ist nicht gut. Und was ist das hier? Oh, das Schlangenornament. Perfekt.
Oh, verdammt! Renn, Ashley! Verdammt, die Ritter sind zum Leben erwacht. Nichts wie raus hier. Oh je. Oh. Ausweichen. Ah, nee. Verdammt, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Die Ritter erwachen zum Leben. So, und wieder ausweichen. Oh je. Mann. Jagt mir doch hier nicht so einen Schrecken ein. So, nichts wie raus hier. So, hier tauchen hoffentlich keine Ritter weiter auf. Bitte nicht. Darauf hätte ich jetzt echt keinen Bock. Oh. Das war knapp. Naja, aber immerhin fallen die wenigstens gleich sofort auseinander, sobald sie zuschlagen. Gut, und jetzt nichts wie weg hier. So, okay, und dann kann ich ja jetzt von hier aus weitermachen und endlich dieses Ding hier einsetzen. Hä? Ja, Moment, in der Mitte ist eine runde Öffnung. Ja, gut. Dann packen wir mal was Rundes rein. So, Insignie der Familie Salazar verwendet. Jetzt kann ich das Ding drehen. Yep. So, Podium umdrehen. Ja, bitte. Mach das mal. So, endlich. Freiheit. Naja, mehr oder weniger. Erstmal müssen wir noch aus dieser verdammten Burg raus. So, das hätten wir auch geschafft und ja, sonst weiter nichts. Geld und so ein Zeug finde ich hier soweit gar nichts mehr und Mann, Alter, was für ein langer Gang hier. Na schön. So, dann sind wir jetzt endlich hier fertig. Erfolgreich geöffnet. So, und jetzt sind wir endlich wieder bei Leon. Leon! Ashley! Hey. You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Echt, macht immer deswegen keinen Kopf. So, wir haben es geschafft. Ashley ist gerettet. Wir gehen ins nächste Kapitel hinein. Wunderbar, dann speichere ich erstmal noch schnell hier. So viel Zeit muss ja sein. So, und jetzt habe ich endlich ja hier die Chance, mir eine neue Waffe zu holen. Das sogar völlig für umsonst. Okay, hoffentlich finde ich dann ja auch noch den Weg hier schnell zurück. Ja, du bekommst einige Gegenstände von Ashley. Oh, ist das nicht lieb von ihr? Danke! Ja, Ashley ist ein liebes Mädchen, also wenigstens ist sie sehr, sehr aufmerksam. So, gut. Nehmen wir erstmal hier die ganze Pistolenmuni noch mit und das hier auch noch. So, die Kräuter hier lasse ich erstmal so getrennt. So, wunderbar. Gut, dann sind wir ja hier soweit fertig. Ah, oh, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Ganz wie du willst. Ich zeig dir mal, wie ein gutes Skript aussieht. Okay, jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, von hier aus geht es weiter, aber ich denke mal... okay, dann komme ich von hier aus wieder an den Anfang zurück. Ja, gut, das will ich jetzt nicht unbedingt. Und zwar... Gut, dann mache ich erstmal hier einen kleinen Rückweg. Und zwar möchte ich ja wieder schnell zu dieser einen Stelle dahin. Ja, und verdammt, Louis, immer noch hier, liegt immer noch hier rum. Mensch, räumt mal seine Leiche wenigstens mal weg hier. Ist doch echt nicht zu fassen. Irgendwann verfault die hier noch und dann verpestet sie alles. So, der Händler ist auch wieder da. Hast du was Neues für mich? Got some rare things on. What are you buying? Irgendwas Neues zu kaufen? Die Broken Butterfly, aber die will ich nicht kaufen. So, und sonst... Zielfernrohr, Minenwerfer. Aha. Okay, sonst hat er weiter nichts. Na gut, ich gehe jetzt mal wieder weiter. Müssen ja nämlich hier wieder mal ein kleines Stückchen zurücklaufen, damit ich ja wieder dahin komme, wo der Irrgarten vorher war.
Ach ja, ist das schön. Ashley ist wieder bei uns. Matalo. Und, oh! Ey, Leute, das ist jetzt nicht cool. Alter, das machst du nicht noch einmal. Meine Güte. Ey, gerade, dass die hier nochmal auftauchen, na super. So, ja, warte mal, bin ich jetzt hier auf der Karte einigermaßen richtig? Ah ja, gut. Ja, richtig, da muss ich ja jetzt einfach nur mal kurz... warte mal. Ist ja schon wieder so ein Störenfried. Aber er hat mich noch nicht bemerkt. Sehr gut. So, dem kann ich ja leider hier nicht so. Und zack, Suplex. Oh, cool. Was? Oh, Entschuldigung. Beim Suplex erstmal hier kurz Ashley unter den Rock geguckt. Na gut, so geht's also auch. Na schön, ja. Warte mal, ich war hier ja richtig. So, muss ich ja nochmal kurz hier ein Stückchen lang und... So, ist nicht... Es ist nicht nötig, zurückzugehen. Warte mal, bin ich zu weit? Ja, Tatsache, ich bin ein bisschen zu weit. Alles klar, dann... Nehme ich diesen Weg hier. Na schön, so. Okay, wollen wir doch mal kurz gucken. Ah, hier vorne war es ja. Okay, Ashley. Da müsstest du mir mal kurz helfen. Lässt sich nicht öffnen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Wenn nicht mir jemand hilft, komme ich vielleicht hinein. So, Ashley, los. Geh mal dahin. Geh mal auf die andere Seite. Schließ doch für mich auf, wenn du mal so nett wärst. Okay, ist offen. So, braves Kind. Na schön, dann nehmen wir jetzt erstmal hier unser ganzes Zeug mal mit. Erstmal Goldbarren 5000. Ein rotes Kraut. Kann ich gleich mal kombinieren. Dann hätte ich, dann habe ich hier erstmal ein bisschen stärkere Heilung. Werde ich sowieso jetzt eigentlich in nächster Zeit mal wieder brauchen, weil so viel HP wie Leon hat. Und dann natürlich erstmal dieses wunderschöne Stück. Die Broken Butterfly. Ja, das Ding ist einfach nur badass. Und was haben wir hier noch? So, ah ja, erhältst elegantes Parfümflakon. Aha. Gut. Wir sind hier fertig. Okay. Jetzt mal irgendwie überlegen, gehe ich jetzt hier lang oder gehe ich den anderen Weg? Warte mal, welcher von denen sieht kürzer aus? Spielt eigentlich im Grunde keine Rolle. Die sind beide fast gleich lang, würde ich sagen. So, Ashley? Wo ist Ashley hin? Aber bist du jetzt etwa hier... Habe ich dich jetzt einfach hier stehen lassen? Ich habe Ashley jetzt einfach hier so stehen lassen. Na super. Na ja, gut. Alles klar. Na schön. Gehe ich jetzt mal so schnell es geht zum Händler zurück. Und werde jetzt erstmal schon mal ein bisschen anfangen, die Broken Butterfly zu tunen, denn das wird ja eigentlich ja noch sehr, sehr nützlich sein. So, hier brauche ich ja zum Glück nichts mehr. So, okay. Steht er eigentlich zufällig noch hier rum? Irgendwo hier? Ja, Tatsache, da ist er ja. So, welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? Stranger Broken Butterfly, hier haben wir ja was. Okay, Tuning. Aber erstmal wieder mal ein bisschen verkaufen, ist ja wichtig. Ich habe ja hier einiges an schönen Gegenständen noch mehr wieder dabei, die ja weg können. Is that all? So, Seidenkristall. So, grünes Auge brauche ich nicht. Lampe brauche ich noch nicht. Den Goldarmreif.
Und das Ding. So, gut. So, Tune and Broken Butterfly. Ja, wollen wir erstmal hier das. So, zweimal Feuerkraft gesteigert und das hier dazu. Okay, und das reicht ja erstmal. Kapazität kann ich erstmal so lassen, wie sie ist. Darum kann ich mich ja kümmern, wenn ich die mal leer geschossen habe. Ja, wunderbar. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache mal wieder hier in diesem wunderschönen Schlafzimmer mal eine kleine Pause. Diesmal mit Ashley gemeinsam. Aber nein, ich werde hier nicht das machen, was ihr jetzt denkt. Keine Angst. Nee, nee. Dafür haben wir sowieso keine Zeit für. Also dann, Freunde, ich würde mal sagen, das war's mal wieder heute mit Resident Evil 4. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.